Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Heute möchte ich Ihnen eine Übung zeigen, mit der Sie drei Putts vermeiden können. Sie stecken sich einen 1x1 Meter großen Korridor ab. Sie brauchen drei Bälle zum Putten. Die Bälle werden von vorne nach hinten gespielt und der nächste Ball muss immer länger sein als der vorige Ball. Der Startpunkt ist am Anfang bei 1 Meter. Immer wenn alle drei Bälle im Korridor sind, gehen Sie 1 Meter weiter nach hinten. Für Putts ab 10 Meter können Sie den Korridor gerne nach Belieben vergrößern, damit Sie auch die Entfernungen zwischen 10 und 15 Meter trainieren. Durch diese Übung wird Ihr Gefühl für die Längenkontrolle deutlich geschult. Und führen Sie ab jetzt eine Statistik über Ihr Putten. Sie werden nach einigen Runden sehen, ob Sie noch viele Schläge durch drei Putts verlieren.